Gib einen Stich. Vor kurzem hat David einen dringenden Brief bekommen. Er kommt als Stammzellenspender in Frage. Wenn es dann ernst wird und man beschäftigt sich dann doch damit, dass man womöglich auch sich einer OP unterziehen muss, ja, dann geht einem schon ja, so ein bisschen die Pumpe. Sabine ist Stammzellenkurierin. Sie muss die kostbaren Zellen vom Spender zum Patienten bringen. Ich weiß, dass ich jetzt eine große Verantwortung habe und dass ich jetzt die auch die nächsten, sagen wir, 14 Stunden nicht abgeben kann. Dennis ist an Leukämie erkrankt. Eine Stammzellentransplantation ist seine einzige Überlebenschance. Der ganze Kampf, dass das jetzt nicht enden soll, dass ich jetzt mit der ganzen Kraft daraus gehe und es endgültig besiege. Ich muss jetzt nochmal alles zusammenholen und darf mich jetzt nicht hängen lassen und muss hier natürlich stark sein und das bin ich. Ich bin generell auch ein positiver Mensch und ich denke immer nur an das Positive, ich lasse auch nichts Negatives an mich heran. Und das ist für mich so die Marschroute bis zum Ende durch. Vor 5 Jahren, kurz vor seinem 18. Geburtstag, erhielt Dennis die Diagnose Leukämie. Er rief dann aus dem Krankenwagen an, das ist ein Augenblick, was man nicht vergisst, und sagte, die bringen mich jetzt nach Essen in die Uniklinik, ich habe Leukämie, was ist denn das? So, stehen sie als Vater da und müssen ihrem noch 17-jährigen Sohn dann erklären, was Leukämie ist. Also, mit Chemotherapie wurde die Krankheit damals erfolgreich bekämpft. Doch vor 6 Wochen bei einer Routineuntersuchung wurde der Blutkrebs wiederentdeckt, aggressiver als zuvor. Ich versuche wenig Schwäche nach außen hin zu zeigen, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich auch kaum schwach bin, sondern wirklich so stark bin, wie ich nach außen hin rüberkomme. Klar hat man abends mal hier und da mal ein paar andere Gedanken, wenn man allein im Zimmer ist und kurz vorm Einschlafen, aber das kriegt mich überhaupt nicht runter. Also ich bin da viel, viel stärker als die Krankheit. Dennis vor seiner Krankheit. Aber auch seine Mutter hat sich durch den Krebs ihres Sohnes verändert. Es gab Tiefpunkte bei Dennis im Krankenhaus. Und wenn er dann nicht gegessen hat, dann habe ich auch nicht gegessen. Und es ist immer so, wenn er was gegessen hat, dann habe ich immer was gegessen. Natürlich, der weiß das ja natürlich nicht. Und der sagt immer so, Mama, ja, du machst dir immer so viele Sorgen. Und halt, ne? Ja. Nach wochenlangem Aufenthalt in der Klinik darf Dennis ein paar Tage zu Hause sein. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellentransplantation. Aber dafür muss ein geeigneter Spender gefunden werden. Also bislang alles hingekriegt, da kriegst du auch noch einen. Jetzt schon. Wird ein bisschen krasser, aber passt schon. Sobald ein Spender gefunden wird, muss Dennis für mindestens 40 Tage in Quarantäne ins Krankenhaus. Bis es soweit ist, lenkt er sich ab. Fußball ist eigentlich alles für mich. Also ich habe mit 3 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Jetzt bin ich 22, werde 23. Also ich habe von klein auf schon nur auf dem Bolzplatz gestanden, war 2-mal die Woche beim Training, habe den Fußball auch vor die Schule gezogen. Und das ist alles für mich. Zum ersten Mal, seit der Krebs zurück ist, trifft er seine Mannschaftskameraden vom Hörder SC. Wenn man ihn gut anspielt und er nicht laufen muss, dann macht er das immer ganz gut. Ja, wenn er Lust hat. Ja, und die Freistöße kommen auch immer überragend bei ihm, muss man sagen. Bisschen lauffaul, aber sonst geht's eigentlich. An aktives Training ist für Dennis jedoch nicht zu denken.
Wir waren alle am Boden zerstört und die Fragen waren eigentlich eher, wo ist Dennis, wie gut geht's ihm? Und ja, bei einigen war auch der Schock drin, wie lange hat er überhaupt noch? Von daher sind wir jetzt ganz froh, dass er heute wieder da ist und dass er schon mal zeigt, dass er deutlich besser aussieht, als es zu befürchten war. Also auch, dass die Leute jetzt heute alle hier sind, das ist eigentlich nur, weil wir unbedingt sehen wollten, wie gut geht's Dennis und für ihn nochmal zeigen wollten, dass wir für ihn da sind. Kameraden! Wir freuen uns auf das erste Training mit unserem Kameraden Dennis Jelkova. Grüßt was und dann packt auf den Ball! 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 Jetzt raus! Ein paar Sekunden jonglieren. Für mehr reicht seine Ausdauer gerade nicht. In Neu-Isenburg bei Frankfurt ist Sabine auf dem Weg zu einem neuen Auftrag als Stammzellenkurierin. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ich bin Sabine, ich komme zum Briefing. In Kapitel 1 befindet sich der Reiseplan für dich nochmal in Farbe. Alternative 1 holst du morgen um 8 Uhr ab. Handelt sich um einen Stammzellenkurier. Neben dem Reiseplan erhält Sabine alle notwendigen Informationen wie Reisedaten, Abhol- und Abgabeklinik und die Daten von Spender und Empfänger. Alles anonymisiert. Das ist ja doch immer ein aufregender Auftrag, eine Mission, die mit viel Spannung und Verantwortung verbunden ist. Aber die Routine gibt einem ein bisschen Sicherheit, dass man die Sinne auf Empfang stellen kann für eventuelle Unregelmäßigkeiten. Das Briefing für Sabine stellt ein 10-köpfiges Team zusammen, das von Marco Dehler geführt wird. Sie betreuen rund um die Uhr 300 Kuriere, die weltweit unterwegs sind. Ganz, ganz wichtig ist das Thema Zuverlässigkeit. Die Kuriere tragen ja de facto ein Leben in ihren Händen und müssen daher immer genau nach den Regularien, die wir ihnen auferlegt haben, sich verhalten und auch den Transport von A nach B so durchführen, dass dem Produkt nichts passieren kann. Marco Dehler wählt die Kuriere sorgfältig aus. Neben einem persönlichen Gespräch müssen sie auch einige Tests bestehen. Der Kurier muss an einem psychologischen Auswahlverfahren teilnehmen. Das ist ein Gespräch mit einem Psychologen, der das Profil des Onboard-Kuriers kennt, der weiß, was die Anforderungen sind: Stressresistenz, Verhandlungsgeschick, Empathie. Am Ende des Briefings wird die Kühlbox gecheckt, denn die Stammzellen müssen auf der Reise permanent gekühlt sein. Komplett auf und dann gucken wir auch, dass wirklich 6 Akkus drin sind. Einmal Boden, 4 Wände. Das ist eine Box of Hope, dass ich jemandem Hoffnung geben kann und dass ein Mensch eventuell gesund werden wird. Sabine hat über 30 Jahre beim Bodenpersonal am Flughafen Köln-Bonn gearbeitet. Dann ging sie in den Vorruhestand. Die Bewerbungsgespräche waren für sie eine ganz neue Erfahrung. Das fand ich ziemlich aufregend, weil man ja doch ziemlich sich auf seiner sicheren Bank ausgeruht hat durch diese viele Jahre Berufserfahrung. Und dann wieder was ganz Neues zu machen, habe ich sehr positiv aufregend gefunden. Seit 3 Jahren ist sie nun Stammzellenkurierin. Ich habe das gar nicht als Job empfunden, sondern als Auftrag, dass ich einen medizinisch verantwortungsvollen Auftrag erledigen muss. Schon morgen startet ihr nächster Einsatz. David ist einer von über 9 Millionen im zentralen Knochenmarkspenderregister ZKRD. Und ausgerechnet er hat nun die Nachricht erhalten, dass seine Stammzellen für eine Spende in Frage kommen. Da geht einem erstmal schon einiges durch den Kopf, denn natürlich, man hat die Motivation und möchte vielleicht einem Menschen das Leben retten. Und wenn es dann ernst wird, dann geht einem schon so ein bisschen die Pumpe. Auch wenn Davids Stammzellen geeignet sind, kann er sich jetzt noch gegen eine Spende entscheiden. Denn bei so einem medizinischen Eingriff kann es auch zu Unwägbarkeiten kommen. Wenn ich mit wirklich so wenig Aufwand, ne, jemandem das Leben retten kann, dann
will ich auch heute Abend noch in den Spiegel gucken können. Das wäre furchtbar. Also wenn ich meine eigene Bequemlichkeit über das Leben eines Menschen stellen würde, das würde sich nicht gut anfühlen. Wenn da ein Menschenleben hintersteht, ist es viel, viel wichtiger als alles andere. Und wir können ja auch mal auf der anderen Seite stehen. Alle Einzelheiten zur Spende erfährt David dann in einem Aufklärungsgespräch. Die Suche nach einem Spender für Dennis gestaltet sich schwierig. Während er im Krankenhaus lag, hat sein Vater Orhan deshalb in Dortmund eine Typisierungsaktion organisiert, um einen passenden Spender zu finden. Es war ja um 12 Uhr schon brechend voll. Ne? Das ist einfach nur krass. Da waren 1600 Registrierungen und da waren 2500, 3000 Leute da. Das ist schon einfach nur schön. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so... So krass wird. Weder in den Spenderdateien noch bei der Typisierung gab es einen Treffer. Dann bleibt nur noch eine Alternative, Dennis' Vater. Zwar stimmen hier nicht alle Merkmale überein, doch durch den Fortschritt in der Medizin sind solche haploidentischen Spenden immer häufiger möglich. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie was davon gehört. Deswegen war ich da erstmal ein bisschen skeptisch drüber, aber nachdem wir dann beim Professor zum Gespräch waren, hatte ich dann ein komplett anderes Bild darüber und ich könnte mir auch vorstellen, das als Option zu wählen für mich. Doch noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Sabine ist mit den Stammzellen unterwegs, von Frankfurt nach Essen. Zunächst muss sie auf dem Smartphone einen sogenannten Tracking Point setzen. Ich weiß, dass sie im Hintergrund die Mannschaft wartet, dass ich den Tracking Point setze, dass sie wissen, dass ich unterwegs bin. Mit denen bin ich ja die ganze Zeit jetzt in Kontakt, sodass sie immer verfolgen können, wo ich mich gerade befinde. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Das gibt einem viele Sicherheit. Da werde ich jetzt erstmal nach einem guten Platz gucken. Wir können ja keine Sitzplatzreservierungen vornehmen, weil wir nicht genau wissen, welchen Zug wir nehmen können. An diesem Tag fehlen dem ICE 3 Waggons und das morgens in der Hauptverkehrszeit. Sabine hat keine Chance auf einen Sitzplatz. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil doch viele Leute sehr ungehalten sind und dann auch rempeln. Aber ich versuche mich dann immer schützend vor die Box hinzustellen. Und freundlich zu bleiben und zu sagen, dass es dann doch wichtig ist, dass man aufpasst. Nach 45 Minuten wird endlich ein Platz frei. Zeit, um die Temperatur in der Kühlbox zu kontrollieren. Auch hier gibt es genaue Vorgaben. Zwischen 4 und 8 Grad. Und diese Temperatur hält die Box aber jetzt auch die nächsten, ich glaube, 60 Stunden auf jeden Fall. Der Tracking Point signalisiert der Zentrale, die Ankunft in Essen ist pünktlich. Jetzt geht es auf direktem Weg in die Klinik. Ich bin der Kurier mit den Stammzellen, bin jetzt gerade am Bahnhof angekommen und sitze im Taxi, sodass wir bald eintreffen werden. Perfekt. Bis gleich, danke sehr. Tschüss. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es ist immer eine aufregende Situation. Wir fangen an mit der Organisation. Sie bestellen, Sie müssen einen Kurier organisieren, mit der Spenderdatei organisieren, wo du immer wieder Angst hast, funktioniert das wirklich? Kommt jedes Mal, transplantiere ich schon seit 10 Jahren und jedes Mal ist es eine aufregende Situation. So, fangen wir jetzt mal an mit dem, was Sie mir geliefert haben und checken wir ja die Sachen gegen. So. Das ist schon mal ganz schön, so wie wir es ja gerne hätten. 6939. Sabine und Dr. Wattat gleichen die Daten und Formulare ab. Es muss alles übereinstimmen. Das ist gut. Das sind. Wir werden gleich mit den Präparaten auf Station gehen. Der Patient wartet, sie ist voller Erwartung jetzt auf uns. Wird heute noch transplantiert. Wird heute transplantiert, gleich innerhalb der nächsten halben Stunde. Für die Patienten ist immer das wie ein Geburtstag. Die freuen sich so sehr, nachdem sie alles hinter sich gebracht haben, sagen, ab jetzt geht aufwärts bei uns hier. Und das ist ganz schön.
Mit der Unterschrift wird die Verantwortung für die Stammzellen von der Kurierin an die Klinik übertragen. Die Kuriere sind ja sehr zuverlässig. Bis jetzt melden sich rechtzeitig, telefonieren die immer überall von unterwegs, wenn die ankommen. Da muss ich sagen, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und Kooperation mit den Kurieren. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich. Herzlichen Dank und gute Fahrt nach Hause. Sabine setzt den letzten Tracking Point. Damit ist ihr Job in Essen beendet. Das ist für mich ein so gutes Gefühl, so was Gutes getan zu haben, dass ich wirklich beschwingt jetzt dann nach Hause fahre, wenn ich nachher die Unterlagen abgegeben habe, das sogenannte Debriefing hinter mir habe und froh bin, dass ich so eine schöne Möglichkeit habe zu agieren und zu helfen. Ein wichtiger Grund, warum Sabine Stammzellenkurierin geworden ist, ist ihr Sohn Alex. Bei ihm wurde vor 7 Jahren Darmkrebs diagnostiziert. Wie schön. Schön, dass du es geschafft hast. Ich bin ja quasi aufgewacht aus so einer Darmspiegelung. Ne? Und irgendwie war das vollkommen surreal. Also man hat sich nicht so wirklich gefühlt, als ob man wirklich da sitzt. Sondern es war eher wirklich wie in so einem Film. Wir haben ja schon viel in unserem Leben gewuppt und haben auch viele Hürden überwunden. Aber so Angst, so richtige Angst hatte ich vorher noch nie erlebt. Alex, der damals mitten im Medizinstudium steckte, bekam viel Halt von seiner Mutter. Also das war echt eine Riesenunterstützung. Ich meine, du warst immer bei jeder Chemotherapie dabei, hast irgendwie immer was zu essen gebracht und so. Also es hat schon sehr geholfen, da auch nicht, auch wenn ich ja jetzt dann kein kleines Kind mehr war oder so, aber da einfach nicht alleine immer zu sein, das war schon eine Riesenstütze. Die positive Energie, die habe ich mir eigentlich so in meinem ganzen Lebensweg immer schon mitgenommen. Aber auch im Wechselspiel mit den Kindern zusammen. Und das war dann auch, die habe ich auch vom Alex dann wieder bekommen, die positive Energie. Mittlerweile ist Alex Arzt an der Bonner Kinderklinik. Seine überstandene Krankheit wird ihn und seine Mutter aber immer begleiten. Ich mache keine langfristigen Pläne mehr. Also so im Studium denkt man sich ja schon, was mache ich so in 10, 20 Jahren, was will ich, was mache ich für einen Facharzt, will ich an der Klinik bleiben, das mache ich jetzt nicht mehr. Also mehr, ich sag mal länger als 5 Jahre oder so, denke ich wenig im Voraus. Uniklinik Essen. Heute entscheiden die Ärzte, ob Dennis' Vater für seinen Sohn Stammzellen spenden kann. Heute ist die Entscheidung gefallen. Sind Sie der Spender? Ja. Also ich habe selber nicht erwartet, weil die haben uns jetzt vor ein paar Wochen nicht gesagt, wie es sein sollte. Also eine Überraschung nach der anderen. Und jetzt steht fest, ich bin der Spender. Professor Behlen führt europaweit die meisten Stammzellentransplantationen durch und wird auch Dennis behandeln. Hier haben wir eine besondere Situation. Es ist ja zunächst ein nicht verwandter Spender gesucht worden, der nach Möglichkeit in allen bekannten Gewebeverträglichkeitsmerkmalen übereinstimmt. Ein solcher Spender konnte nicht identifiziert werden, sodass wir nun den Vater, der in der Hälfte der Merkmale übereinstimmt, ausgewählt haben. Diese Art von Transplantationen werden weltweit mit zunehmender Häufigkeit gemacht und zwar sehr erfolgreich, sodass schon Überlegungen bestehen, diese Form der Transplantation sozusagen gegenüber der nicht verwandten Spendertransplantation zukünftig zu präferieren. Ich habe mir mein Leben lang immer vorgestellt, seitdem ich registriert bin bei der DKMS, dass irgendwann ein Anruf kommt und sagt, so, du bist irgendwo ein genetischer Zwilling, du kannst jetzt jemanden sein Leben retten. Und diese Nachricht habe ich jetzt bekommen und ich darf meinem eigenen Sohn das Leben retten. Guck mal. Krass. Hammer. Westdeutsche Spenderzentrale in Ratingen. David hat heute sein Aufklärungsgespräch. Nehmen Sie erstmal Platz. Wir machen jetzt erstmal eine Blutabnahme. Rund 7000 Stammzellenspenden gibt es jedes Jahr in Deutschland. Die meisten werden aus dem Blut gewonnen. Nur in 15% der Fälle muss Knochenmark entnommen werden. Wenn Sie sagen, Sie machen das, das ist der Startschuss dafür,
dass der Patient konditioniert wird. Konditioniert bedeutet, es wird eine Hochdosis Chemotherapie verabreicht und ab diesem Punkt sind wir an dem Point of No Return. Das Knochenmark des Patienten wird irreversibel zerstört. Wenn er die Stammzellen nicht bekommt, ist er tot. Eine große Verantwortung für den Spender. Hinzu kommen die eigenen Risiken, denn Stammzellen sind normalerweise nicht im Blut enthalten und müssen durch Medikamente aktiviert werden. Womit Sie rechnen müssen, sind Schmerzen. Okay. Sie werden spüren, wo Sie blutbildendes Knochenmark haben. Kann Kopfschmerzen machen, das kann ein Druckgefühl auf der Brust machen, über dem Brustbein. Dann komme ich zum Worst-Case-Szenario. Okay. Sowas haben wir auch noch. Und zwar kann es in sehr seltenen Fällen sein, dass Sie keine Stammzellen im Blut haben. In solchen Fällen müssen wir eine Notfall-Knochenmarkentnahme machen. Notfall wegen dem Patienten, nicht wegen Ihnen. Ja. Es ist so, dass man eine Knochenmarkentnahme in Vollnarkose machen muss. Ist das etwas, was für Sie im Extremfall auch akzeptabel wäre? Ja. Und dann brauche ich von Ihnen da nochmal eine Unterschrift. Damit verpflichtet sich David zur Spende. Sein Point of No Return. Und zum Schluss gibt es eine Überraschung. Interessanter Nebenaspekt dabei ist, dass künftig alle Blutzellen des Patienten ihre DNA tragen. Ja? Respektive, so er vorher eine andere Blutgruppe hatte, hat er hinterher natürlich ihre Blutgruppe. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Lustig. Das Interessanteste war tatsächlich der Fakt, dass der Empfänger meiner Stammzellen dann meine Blutgruppe übernehmen wird. Da habe ich einfach vorher gar nicht so richtig nachgedacht. Das war tatsächlich ein interessanter Fakt heute. Uniklinik Essen. Für Dennis beginnt nun die bislang schwierigste Phase. Die Vorbereitung auf die Stammzellentransplantation. Mich jetzt hier einzufinden, ist nicht so leicht, aber ich habe natürlich viel investiert wieder in die Therapie. Ist für mich natürlich das zweite Mal. Das zweite Mal aufbäumen und darf mich gerade jetzt nicht hängen lassen. Und was ist dein großer Wunsch? Ja, das ist halt die Geschichte, dass ich es jetzt komplett besiegt habe, ne? Dass es nicht mehr wiederkommt, dass die Heilungschancen so gut sind, dass ich jetzt vielleicht für die nächsten 10, 15 Jahre einfach so ein Leben führen kann, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es jeder tut und meine Ziele verfolgen kann und einfach das machen kann, worauf ich Lust habe. Und das ist ja das, wofür wir leben und wofür es Sinn macht, zu kämpfen. Die erste lebensbedrohliche Phase steht bevor. Zunächst wird das kranke Knochenmark mit Bestrahlung und Chemotherapie zerstört und damit auch Dennis' Immunsystem. Damit er trotzdem nicht krank wird, muss alles steril sein und Dennis in Quarantäne. Erst danach können die neuen Stammzellen transplantiert werden. Eine schwierige Phase ist die mehrwöchige Phase der Zellarmut, weil damit ja auch eine Isolation verbunden ist, aber auch die damit verbundenen medizinischen Risiken, namentlich Infektionen und Blutungskomplikationen. Und schließlich die Frage, wie gut die immunologische Verträglichkeit tatsächlich ist. Da sind also Unwägbarkeiten in der Therapie, die den Patienten, der das ja auch weiß, belasten. Eine letzte Visite, bevor Dennis dann von der Außenwelt abgeschirmt wird. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz gut. Erster Tag halt. Ne? Und wie hat die Katheteranlage so geklappt? Ein paar Komplikationen, aber ich kenne das ja, ich bin das gewohnt. Nicht mit den Fingern da rangehen am besten. Und wie fühlen Sie sich jetzt insgesamt? Ja, eigentlich bin ich zuversichtlich. Ein bisschen Angst ist natürlich normal, glaube ich auch. Ja, ne? Aber natürlich. Mehr Zuversicht als Angst, sage ich mal. Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen an mich haben, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja. Und guten Verlauf. Dankeschön. Und was ist jetzt das Wichtigste für ihn? Dass ich mich nicht hängen lasse. Ne? Also, dass es alles nicht umsonst war. Der ganze Kampf, dass das jetzt nicht enden soll. Dass ich jetzt mit der ganzen Kraft darauf gehe und es endgültig besiege. Tschüss.
der Gang in die Isolation. Von nun an wird er für mindestens 40 Tage auf 12 Quadratmeter leben müssen und mit seinen Bekannten und Verwandten nur noch per Gegensprechanlage verbunden sein. Für mich so eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe, ja, sehr, sehr komisch halt. Ne? Man fühlt sich so ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt. Einfach, als wäre man so ein bisschen anders als die anderen, aber das ist ja in 6 Wochen auch vorbei und dann bin ich genauso wieder draußen wie hier und kann wieder alles machen. Ne? Ich habe da vorne einen Fernseher, immerhin einen Fernseher besser gesagt, ein Fahrrad, da kann ich mich fit halten, sobald die Werte ganz gut sind. Normaler Schuh und Plastikschuh, ja, und mein Bett, das war es eigentlich. Ne? So viel habe ich sonst hier nicht drin. Morgens 8 Uhr in Ratingen, der Tag der Spende. Davids Familie begleitet ihn zur Unterstützung. Wie haben Sie die Spritzen vertragen? Es geht, also seit gestern wieder besser sogar. Seit gestern wieder besser. Schlimm an und wurde dann besser. Ja, ersten Tag Kopfschmerzen, zweiten Tag dann Knochenschmerzen, aber also gestern ist wieder ein bisschen besser. Die letzte von 5 Injektionen direkt vor Beginn der Spende. Sie soll die Produktion der Stammzellen noch einmal anregen. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. David bekommt nun an beiden Armen einen Zugang gelegt. Rechts läuft sein Blut in die Zentrifuge, links wieder heraus. Nein, also ich bin schon froh, wenn es gleich losgeht. Also bisher war ja alles, lief ja alles super hier. Schon aufgeregt. Doch, auf jeden Fall. Irgendwie die Frage, ob das heute alles klappt, ob er noch mal morgen ran muss, ob er operiert werden muss, das ist ja doch nicht so unerheblich. Okay, es geht los. Das ist einigermaßen aus. Bei der Apherese läuft das Blut mehrmals durch eine Zentrifuge, mit der die Stammzellen gewonnen werden. Rund 15 Liter Blut werden in 5 Stunden durch die Maschine geschickt. Jedoch befinden sich nie mehr als 250 Milliliter außerhalb des Körpers. Dabei sollte der Patient die Arme möglichst nicht bewegen. Der Gang zur Toilette ist ausgeschlossen. Nach gut einer Stunde wird eine erste Probe entnommen. Damit wird hochgerechnet, ob der Spender ausreichend Stammzellen produziert. Die Zellen werden jetzt gemessen. Wir versuchen, die Stammzellen zu ermitteln. Und unser Gerät zählt jetzt jede Zelle einzeln. Und anschließend können wir sagen, wie viele Stammzellen der Spender hat. Und wenn wir ganz wenig Zellen haben, könnte man schon sagen, okay, wenn er nur 20 Zellen hat, dass er vielleicht nicht fertig wird und morgen einfach nochmal wiederkommen muss. Nach 10 Minuten gibt es eine erste verlässliche Aussage. Wir haben ein Ergebnis. Es sind sage und schreibe 26 Zellen. Ja? Okay. Okay, wenn Sie sich an die Aufklärung erinnern, ich hatte Ihnen gesagt, wir erwarten irgendwas zwischen 20 und 100 Zellen, dann kann man sich da unschwer erklären, dass das mehr so die untere Kante ist. Ja. Wir werden sehen, was wir heute sammeln. Das Risiko, dass wir morgen nochmal eine Apherese machen müssen, ist relativ hoch. Ja? Okay. Also wir werden hier trotzdem nach 5 Stunden, wenn wir das Verfahren beenden, dann werden wir nochmal 1,5 Stunden brauchen und dann haben wir das amtliche Endergebnis und dann wissen wir es genau. Alles klar. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn es mit einem Tag gereicht hätte, aber wenn es jetzt morgen nochmal sein muss, dann ist das halt so. In Frankfurt hat es bei einem Spender in der ersten Apherese nicht gereicht. Eigentlich sollte Sabine die Stammzellen in die USA bringen. Doch jetzt verschiebt sich der Transport um 12 Stunden. Ist auch kein Problem. In dem Moment, wenn die erste Apherese nicht ausreichend ist, dann wird das sofort umgebucht auf die zweite Alternative. Und da brauche ich mich nicht drum kümmern, das wird dann alles schon erledigt. Also als ich erfahren habe, dass es erst die zweite Apherese ausreichend sein wird, habe ich mir gedacht, oh je, das wird knapp werden. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen.
Noch 2 Stunden bis zum Abflug. Endlich kann Sabine die Stammzellen in Empfang nehmen. Doch bei aller Zeitnot müssen die Unterlagen sorgfältig verglichen werden, zumal 2 Apheresen transportiert werden müssen. Sie folgen bitte meinem Finger. Hier. Und da es sich um einen Flug in die USA handelt, müssen mehr Formulare als üblich ausgestellt werden. Zwei Präparate und 2 Plasmen. Mit dem Verstauen der Präparate in die Kühlbox beginnt für die Kurierin die heiße Phase. So, dann geben wir das in die Box. Okay. So, Präparat 1 und Plasma und Präparat 2 und Plasma. Damit ist die Verantwortung an die Kurierin übergangen. Noch 90 Minuten bis zum Abflug. Auf der Fahrt zum Flughafen muss sich Sabine erst einmal sammeln. Ich weiß, dass ich jetzt eine große Verantwortung habe und dass ich jetzt die auch die nächsten, sagen wir, 14 Stunden nicht abgeben kann. Ich bin doch durch die Anspannung schlafe ich nicht auf dem Hinflug. Noch 75 Minuten, bis der Flieger nach Chicago und Milwaukee abhebt. Zuvor muss Sabine am Flughafen noch einige Hürden nehmen. Einchecken, Pass und vor allem die Sicherheitskontrolle. Guten Tag. Denn auch für Stammzellenkuriere gibt es keine Sonderregelung. Ciao. Jetzt ist ja die Sicherheitskontrolle und da habe ich jetzt dieses Schreiben dabei, dass ich hier menschliche Stammzellen transportiere und dass die nicht geröntgt werden dürfen. Nun werden die Papiere und die Box überprüft. Dafür holt Sabine die Spende aus der Box. Es muss schnell gehen, damit die Kühlkette nicht entscheidend unterbrochen wird. Ich fühle mich sehr angespannt, weil ich eigentlich 4 Augen bräuchte und 12 Hände, um die Stammzellen weiter im Blickfeld zu haben und auch bei mir zu halten, dass die nicht verloren gehen, dass die Papiere in Ordnung sind. Da wird abgeglichen, ob die Anmeldung übereinstimmt mit dem Produkt. Danke sehr. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Danke. Noch 25 Minuten hat Sabine Zeit. Die Wege am Flughafen Frankfurt sind lang, aber sie schafft es gerade noch. Die Abgabe wird sein um 11.30 Uhr nachts, Local Time, das ist bei uns dann schon morgen früh 5.30 Uhr. Dann ist Sabine seit 24 Stunden auf den Beinen. Die Stammzellen werden ihren Empfänger im Norden der USA noch pünktlich erreichen. Ach, hallo. Kommt rein. Dennis' Vater Orhan ist unter die Camper gegangen. Allerdings aus einem traurigen Anlass. Dennis' Zustand hatte sich 8 Tage nach der Transplantation dramatisch verschlechtert. Die Chefärztin kam rein und sagte, wir müssen schnell handeln. In seiner Lunge befindet sich Blut und auch Wasser. Und wir müssen ihn ins künstliche Koma versetzen. Kann ein paar Stunden dauern, kann ein paar Tage dauern, kann auch ein paar Wochen dauern. Und die nächsten Stunden, die waren fürchterlich. Wir wussten nicht, wie es um Dennis steht. Und dann nach ein paar Stunden kam die Chefärztin wieder und sagte, dass es ihm nicht gut geht. Und dass seine Überlebenschancen sehr gering wären. Also da verfällt man in eine Leere. Das Drumherum existiert nicht mehr. Und diese Hilflosigkeit, fürchterlich, fürchterlich.
Der Wohnwagen parkt direkt unterhalb der Intensivstation, auf der Dennis liegt. Orhan möchte ganz nah bei seinem Sohn sein und ihn so oft wie möglich sehen. Und die Hoffnung wächst. Nach 4 Tagen kam die Chefärztin wieder zu uns und die nimmt sich unheimlich viel Zeit und hatte ein Lächeln im Gesicht und sagte uns, er ist stabil. Krass, krass die Zeit. Nach 7 weiteren Tagen wird Dennis aus dem künstlichen Koma geholt. Jetzt kann Orhan seinen Sohn täglich für 2 Stunden auf der Intensivstation besuchen. Dennis' Zustand bessert sich täglich. Die Stammzellen des Vaters werden vom Körper angenommen. Nach 2 Wochen kann er per Videoanruf seine ersten Eindrücke schildern. Ich kann mich ehrlich gesagt auch wirklich nur an diese Worte erinnern, dass ich ins künstliche Koma versetzt werde. Ich habe geträumt, ich weiß, dass an die Träume kann ich mich erinnern, an jeden einzelnen. Es waren nur Albträume leider. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war halt nicht schön und es war schon, es hat sich schon relativ echt angefühlt. Also als wären das echte Situationen, realistische Situationen. Und ich dachte, das ist das Leben, was ich gerade lebe, diese Träume, die ich habe. Ja, ich freue mich einfach nach Hause zu kommen durch die Tür und mal wieder was Vernünftiges essen zu können. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und die Wohlfühloase für mich zu Hause einfach zu genießen, so gut es geht. In der Westdeutschen Spenderzentrale in Ratingen füllt sich der Beutel mit den Stammzellen langsam. Nach 5 Stunden ist die Apherese beendet. David wird am rechten Arm befreit. Das ist Ihr Arm. Den sollten Sie schon mal langsam wieder bewegen. Okay. Ja, es ist schön, irgendwie zumindest den einen Arm schon mal wieder ein bisschen bewegen zu können. Der linke Arm bleibt angeschlossen, damit das restliche Blut aus der Maschine zurückfließen kann. Wir wollen ihm ja nicht mehr abnehmen als nötig. Und da ist ja noch Blut bzw. vor allen Dingen Hämoglobin drin. Und das Hämoglobin soll er ja wieder kriegen. Ne? Er soll ja jetzt irgendwie keine Ressourcen verlieren. Wir haben auf jeden Fall sehr gut gesammelt. Wie es jetzt in real aussieht, wie viele Stammzellen im Präparat tatsächlich drin sind, das müssen wir gleich im Labor zählen. Ja? Das wird das spannende Ergebnis des heutigen Tages. Und dann sehen wir, ob es sein muss, dass es morgen weitergeht. Hm. 90 Minuten später. So. Für Kandidat 1 können wir schon mal sagen, das reicht. Ach, wirklich? Okay. Ja, das ist super. Das freut mich auf jeden Fall total, ja. Wir haben im Blutbild gesehen, dass wir toll gesammelt haben, hat auch geklappt. Ja, Dinge dürfen ja auch mal gut gehen. Alles gut gelaufen. Keine zweite Apherese nötig. Mit dem Ergebnis kann ich natürlich jetzt sehr zufrieden sein. Wenn es jetzt für den Empfänger genauso weitergeht, dann war das ein rundum glücklicher Tag für mich. Ich wünsche auf jeden Fall dem Empfänger der Stammzellen alles Gute und hoffe, dass es für ihn genauso positiv ausgeht. Würdest du ihn gerne in 2 Jahren mal treffen? Würde ich gerne. Ich werde es auf jeden Fall, ich werde nachfragen, ob das möglich ist dann. Und werde natürlich auch in einem halben Jahr einmal nachhorchen, wie es denn ausgegangen ist. Den Empfänger kann David frühestens in 2 Jahren kennenlernen, wenn dieser einwilligt. Aus Datenschutzgründen. Gut, ich bin durch. Und morgen dann der nächste Tag. Nein, Quatsch, Spaß, hat gereicht. Oh, also für mich ist bis auf die Nachuntersuchung ist es erledigt. Sehr schön, freue ich mich. Ab nach Hause. Ja, machen wir.
Seit 6 Wochen ist Dennis wieder zu Hause, gezeichnet von den vielen Medikamenten. So langsam beginnt der Alltag für ihn. Ich habe halt sehr, sehr viel Muskeln verloren durch die Therapie und dadurch fühle ich mich halt so ein bisschen antriebslos, ein bisschen kraftlos, muss in der Hinsicht aber sehr viel Geduld haben. Sprechen ist aktuell ein bisschen schwierig, muss halt hier auf das Pflaster drücken, weil ich da ein Loch drin habe. Durch den Luftröhrenschnitt, den ich hatte. Wenn ich das nicht zuhalte, kann ich halt nicht reden. Dann kommt da die Luft durch und dann bleibt mir die Stimme weg. Mutter Aische kocht Dennis Lieblingsgericht. Ihr Leben wird im Moment von seinem Tagesablauf bestimmt. Als er dann vom Koma wieder aufgewacht ist, also habe ich diese Gefühle gehabt, wo ich ihn geboren hatte. 2. Juli 1996. Ne? Das war die gleiche Freude. Ne? Das sind Dennis' Medikamente. Jeden Tag nimmt er 14 verschiedene Mittel ein. Damit auch keines vergessen wird, hat seine Mutter sie durchnummeriert. Geduld, das ist für mich jetzt aktuell die größte Herausforderung, diese Zeit zu überstehen. Einfach diese ersten 6, 7 Monate. Ich darf nicht unter die Menschen, ich darf jetzt nicht ins Kino, ich darf nicht in Cafés oder solche Sachen. Ich darf halt nicht das machen, was andere in meinem Alter machen, sage ich mal. Spaziergänge sind Dennis tägliche Trainingseinheiten, jedoch nur mit Mundschutz. Die größte Gefahr droht ihm durch Infektionen, da das Immunsystem noch geschwächt ist. Treffen mit seinen Freunden sind im Moment noch zeitlich begrenzt. Doch sie unterstützen Dennis bei seinem Weg zurück in die Normalität. Das, was er erlebt hat, dafür braucht man sehr viel Kraft und Geduld. Ich war überwältigt, dass er es trotz, obwohl die Ärzte gesagt haben, dass es kritisch ist, dass er es geschafft hat. Wenn man der ganzen Sache so nah war, dass man es nicht schafft, dann sind die Kleinigkeiten auf einmal schon viel, viel mehr wert. Also, dass man einfach hier sitzen kann, mit Freunden einfach nur reden und Spaß haben und lachen kann, das ist für mich schon wieder viel, viel mehr wert, als es vorher war. Man schätzt es einfach viel mehr.